Hallo allen und willkommen auf meinem Lego Ninjago Neuigkeiten Video, wo ich alle wichtigen Infos, die in letzter Zeit rausgekommen sind, synchronisieren will. Na dann fange ich auch ohne viel Gelaber mit diesem Video hier an. Anfangen will ich mit etwas relativ Lockerem, und zwar, welche Figuren werden in den nächsten Lego Ninjago Legacy Magazin vorkommen. Bei den Legacy Magazinen wird es Cole und Legacy Ronin sein. Dieses Magazin erscheint am 14. Dezember. Bei den normalen Lego Ninjago Magazin kommt zunächst eine Marei-Wächter-Figur. Und dieses Magazin erscheint am 2. November. Und danach folgt auch schon ein Magazin mit einer Nia-Figur. Und diese erscheint am 30. November. Da wir beim Thema Magazine sind, zeige ich mal direkt die Erscheinungsdaten für die Lego Ninjago und Lego Ninjago Legacy Magazine fürs nächste Jahr. Diese könnt ihr euch jetzt, ja, 10 Sekunden mal anschauen. Vom Thema Zeitschriften wechsle ich zum Thema Bücher und fange mit den unkanonischen an. Es kommen zwei unkanonische Bücher zur Staffel 14 und da kann ich nichts Wichtiges zu sagen. Danach eine Dose mit unbekanntem Inhalt. Wenn es jemand weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Und letztendlich ein Stickerheft, wo man noch einen kleinen Drachen zusammenbauen kann. Das eher Uninteressante wurde nun abgecheckt und gehen wir mal zum Süßen des Videos. Es ist ein Leak zu einem zukünftigen Ninjago-Buch erschienen, das ein Mitglied der nächsten Schurkenarmee zeigt und es sind wieder mal Schlangen. Hoffen wir mal Alien-Schlangen, denn ich habe ehrlich keine Lust, neue, plötzlich hinzugefügte Storys zu hören, die einfach die Timeline noch mehr beschädigen. Außerdem sieht man Zanes neues Kimono, welches mir eigentlich sehr gut gefällt. Jetzt gelange ich an den letzten und kanonischen Teil des Videos. Es wurde die Fortsetzung vom Buch zum jungen Gamadon und zum jungen Gu angekündigt, auf den ich relativ stark gespannt bin. Außerdem kam die Ankündigung vom kanonischen Comic zu Gamadon, wo die Beschreibung so lautet: Solo-Kanon-Geschichte kommt 2022. Weit weg von Ninjago City wird ein Dorf von einer mysteriösen neuen Bedrohung terrorisiert, als es von einem Fremden mit unglaublichen Kräften gerettet wird, bekannt als Gamadon, Herr der Zerstörung. Hat Gamadon seit seinem Verschwinden ein neues Blatt gewendet oder ist dies nur der erste Schritt in seinem Masterplan, Meister Wu und die Ninja endlich für immer zu besiegen? Also, wir werden erfahren, was Gamadon so nach der Staffel 10 getan hat. PS, diesen Comic werde ich auf meinem Kanal synchronisieren und mit Effekten versehen, wenn es natürlich zu keinem Copyright-Problem kommt, denn diese hat wohl niemand gerne. Nun komme ich zu den letzten Leaks für dieses Video. Diese sind drei Episodennamen von der Staffel 15. Diese werde ich übersetzt vorstellen. Episode 10, der Nutzen von Trauer. Eventuell wird Jade durch die Trauer seine Kraft nochmal stärker benutzen können. Episode 23, Feierabend, eventuell einfach eine Füllerfolge. Episode 24, Rückkehr des Eiskaisers. Eventuell wird Zane einfach in Erinnerung schweben oder etwas Neues aus der Staffel 11 wird gezeigt. Denn ich denke nicht, dass Zane nochmal irgendwie böse wird oder sowas. Also auch wahrscheinlich eine Filler-Folge. Da es schon mal 24 Episoden gibt, lässt es schließen, dass die Staffel 15 schon ca. 30 Episoden haben wird wie die Staffel 11. Dies kann bedeuten, dass es viele Filler-Folgen geben wird. Oder es kann auch bedeuten, dass die Story einfach umfangreicher sein wird, worauf ich natürlich hoffe. Das war's mit diesem Video, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und so ein Format ebenfalls. Wenn ihr mehr solcher Formate sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt gerne eure Meinung zu diesem Video ebenfalls in die Kommentare. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wünsche euch viel Lego und ich sag mal wie immer, tschüss.